Töte den Anführer von Galgenfelsen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim, The Elder Scrolls 5. Ich habe mich für eine Quest entschieden. Und der Anführer von Galgenfelsen befindet sich im Ostmarsch. Und wir können in der Nähe vom Woodlandturm noch einen Abstecher machen und dann darüber. Und Galgenfelsen ist, glaube ich, interessant. Wir gehen auf jeden Fall zur Festung von Amol. Ja. Und werden wahrscheinlich überrascht. Übrigens, ich hatte einen Test mit Full HD mit diesem Spiel gemacht und ich habe mich dagegen entschieden. Hat mehrere Gründe. Ich kann zwar in Full HD spielen, aber aufnehmen ist viel zu viel Festplattenspeicher. Definitiv. Dann brauche ich 2 Terabyte Festplatte als Archiv. Und das nur für Skyrim. Weil allein schon eine Videodatei teilweise schon 5 GB bringt. Also, nee, lieber nicht. Ja, und wer Probleme mit der Qualität hat, der braucht mich ja nicht schauen. Ah, Amol gehört uns, das ist doch schön. Ja, wir haben ein Pferd, aber das lasse ich mal bewusst aus. Denn zu Fuß gehen ist doch immer noch am schönsten. Zudem ist hier links noch etwas, das ich mir nochmal eben anschauen will. Und ich werde die Helligkeit noch ein Stückchen höher setzen. Ja, so müsste es in Ordnung sein. So, ich hätte fast Aufnahme-Stopp gedrückt. Muss ich aufpassen. Wo ist er? Da. Da ist der Drache. Dann nehme ich mal Blitz raus. Logan wartet. Er hat auf jeden Fall an, also Sturmmäntel. Sturmmäntel sind ja völlig egal eigentlich. Hat mich der Drache wieder sitzen lassen. Natürlich hat er das. Mann, wie ich das hasse. Hier hat es jemanden verbrannt. Naja, gehen wir weiter. Haben wir halt mal einen Drachen gesehen, wenn auch nicht lange. Weiter links ist eine Ruine der Nord. Kopfhörer mal ein bisschen lauter machen, dann höre ich auch vom Spiel was. Ich glaube, wir kommen an ein Add-on. Und zwar ist das Add-on irgendwas, was ich immer noch nicht weiß, was es ist. Ich habe es runtergeladen, fand es cool. Es hat irgendwas Neues reingebracht und so sei es. Ich glaube, das dürfte es sein. Das müsste hier hinter sein. Ja, da ist, unten ist es. Ein umgestürzter Baum. Und irgendwas Holziges. Lucky's Journal. Einhändig verbessert. Dieses Tagebuch ist sehr lang. Taking a quick glance over its many pages, you gather that Lucky was one adventurous yet brash Nordic fellow. Das kann man nur schwer lesen, weil einige Buchstaben da in Altgermanisch geschrieben sind. Oder, nein, nicht Altgermanisch, aber die sind halt in diese, das sind halt diese englischen Schriften, diese altenglische Schrift.
Dieses D zum Beispiel. Ich habe jetzt keine Maus, deswegen kann ich das nicht. Ihr könnt es durchlesen. Das war's auch schon. Lucky Plans. Oder Lucky's Pläne. Now that I have finally settled down, I better start planning what I want to do with this home. Framework, Foundation, Materials, 16 Feuerholz, 9 Iron Ignits, the Foundation and Framework should easy. Achso, das ist dieses Hausbauenteil, wo man überall Häuser bauen kann. Sieht jedenfalls interessant aus. Ich nehme es mal mit. Ach so, so können wir, glaube ich, unser eigenes Haus bauen. Alter Schwede, ist das viel. Das ist die Bedienungsanleitung dafür. So. Da unten hat's ganz schön zerrissen. Woodland Home entdeckt. Ja, nimm mal diese Fackel weg. Die nervt so ein bisschen. Rislav der Rechtschaffende. Das ist wieder Deutsch. Dann ist ein Amulett von Dibella. Dann ist noch ein Buch. Lorenz Glückspilz, hier liegt jemand. Okay, er hat eine Menge. Er hat eine Schatzkarte. Ins Buch an. Achso, das ist nur so ein Textbuch. Diese Geräusche teilweise. So, was ist das für eine Schatzkarte, die wir haben? Rifton. Rifton. Habt ihr eine Ahnung, wo das liegt? Das scheint eine Brücke da vorne zu sein. Oder ein Tunnel. Ne, das ist eine Brücke. Und rechts geht's nach Rifton. Da oben. Was ist das? Das ist ein Wasserfall. Und da oben am Wasserfall. Hier? Ist das hier mit gemeint? Ja, wir werden ja gleich mal sehen. Da unten ist definitiv eine Brücke. Könnte es da oben auf der Spitze sein? Wir gehen mal gucken. Ich glitsch mich derweil hier so ein bisschen nach oben. Ich weiß, da unten ist ein Eingang. Den gehe ich gleich mal durchsuchen. Hier ist auch nochmal so ein Fluss. Ist dahinter ein Wasserfall? Dann ist auch so ein Wasserfall. Aber da ist auch ein Schild mit Rifton. Rifton, Riften, ist doch völlig egal, wie man es ausspricht. Da sind wieder Leute. Aber hier steht nur einmal Rifton. Das
sind das für Leute? Wächter von Stenda. Die Gnade von Stenda erstreckt sich nicht auf die Dedra-Anbeter. Ihr sprecht mit einem Wächter von Stenda. Lasst euch mit den Dedra ein und wir werden euch erbarmungslos jagen. Naja, viel Spaß dabei. Dann werdet ihr nicht lange überleben. Okay, hier sind wir an der Spitze des Berges, beziehungsweise des Wasserfalls. Ich gehe nochmal gucken. Das ist so ein bisschen ein Berg. Was sagt denn die Karte? Toll, es kann überall sein. Es ist wirklich schwierig zu finden. Wir haben auch nicht volle Kanne den Berg hinunterstürzen. Könnte nämlich mein Tod bedeuten. Da unten liegt noch was. Gehen wir es erkunden. Ich habe ja was übersehen. Deed. I hereby bequeath ownership of this property to whomever is in possession of this deed. This deed permits ownership of all land from the mouth of the waterfall to the abundant prison nearby. This deed is recognized by the Imperial Commission and the East Empire Treatment Company. Nehme ich mit. Es ist ein Deed, also es ist gut. So, wir gehen einmal hier rüber. Und hier können wir nämlich nach unten klettern. Verlassenes Gefängnis entdeckt. Da gehen wir mal rein. Und erkunden mal alles, was da drin ist. Okay, gehen wir das mal anschauen. Ich habe die Seelenklinge, ne? Ich will mal wieder ein bisschen kämpfen. Apropos kämpfen, ich kann nochmal die Seelenklinge auch wieder mal voll ausrüsten. So. Eine Truhe. Alter Schwede. Ich weiß, ich lasse sehr viele Sachen mir entgehen, Geld zu verdienen. Aber das hat echt teilweise schon. Ihr wisst ja schon, was los ist. Ich habe so viel Geld hier. Das macht schon keinen Unterschied mehr. Geh in eine Traugeruine und du hast wieder 100.000 Dollar dazu. Oder Gold. Die haben so viel. Befehle der Wache. Wir können die Gefangenen nicht freilassen. Also töten wir sie entweder oder wir lassen sie ertrinken. In jedem Fall müssen wir so schnell wie möglich evakuieren. Der Sturm wird die ganze Festung bald in den Fluss schwemmen. Und ich will verdammt sein, wenn ich den Tod eines einzigen Soldaten unter meine Aufsicht melden muss. Ihr habt eure Befehle. Okay. Kelch wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Also werden wir es hier wohl mit Geistern zu tun haben. Was meint ihr? Wie sieht denn meine Traglast aus? Ein bisschen zu viel. Schade. Nämlich Eisenbarren könnte ich nämlich mitnehmen und was schmieden. Naja.
Ein Schlag und der ist tot. Er kommt von dem Ektoplasma. Gefangenenplan. Der Sturm naht, ich spüre es. Es läuft immer mehr Wasser herein. Der Augenblick war nie günstiger. Wenn der Sturm hereinbricht, werden die Wachen fieberhaft überlegen, was sie mit uns anstellen sollen. In den Durcheinander müssen wir die paar von ihnen, die vor unseren Zellen Wache schieben, überwältigen und den Eingang zum Zellenblock halten. Wir müssen ihn nur so lange halten, bis ich eins von ihnen ihren Schwertern in die Hände bekomme und das Abflussgitter in die Ecke meiner Zelle aufbreche. Dort geht's in die Freiheit. Wir flüchten dann den Fluss hinunter, wo wir versuchen werden, einen Unterschlupf zu finden, bis der Sturm vorbei ist. Ja, das scheinen sie aber nicht geschafft zu haben, wenn ich hier das so sehe. Fuß runter! Hat niemand gehört, ne? Hey, cool, ich konnte das Level sehen. Geisterseelenfalle widerstanden. Ja, wieder mal ein Schlüssel. Ist ja bereits nichts Neues, oder? Leerer Kleiderschrank, da hinten kommt wieder einer. Kein Geist kann es mit mir aufnehmen. Ist gut auch, dass meine Seelenklinge sich mit Blut füllt, während ich die Geister kille. Also, ganz logisch ist es zwar nicht, aber okay. Okay, Skyrim sagt mir, ich bin am Ziel. Tatsache, hier befindet sich ja gar nichts mehr. Das Lied von Romir. Romir, Sohn von Rogar, wurde an den Hof von Winter gerufen. Sohn von Vimore, König von so und so. Hey, cool, danke. Einfach mal so, Magika. Oh, ich sehe schon, ich bin wieder über. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.